präsentiert von officepodcast.de, Ihr Proficast für Microsoft-Produkte. In Windows 7 ist ein Rekorder zum Aufzeichnen von Problemen integriert. Dieser speichert Probleme als HTML-Datei ab und kann zu einem Support gesendet werden. Praktisch bei der Fehlersuche. Eine neue Funktion, die in Windows 7 integriert ist, ist der Problemaufzeichnungsrekorder. Dieser Aufzeichnungsrekorder kann, wenn Sie an einer bestimmten Stelle im Betriebssystem einen Fehler haben, den Fehler aufzeichnen und als HTML-Datei speichern. Diese Datei können Sie dann einem Bekannten oder einem Administrator zur Verfügung stellen, der Ihnen bei der Problemlösung hilft und durch Betrachten der Datei im Internet Explorer oder einem anderen Browser genau feststellen kann, woher das Problem kommt. Rufen Sie über das Suchfeld Startmenüs das Programm mit PSR auf. Starten Sie die Aufzeichnung, können Sie anschließend über die einzelnen Schritte mit Kommentar hinzufügen noch die Schritte beschreiben und können diese einzelnen Vorgänge genau aufzeichnen. Sie haben jetzt hier einen Fehler. Und möchten jetzt diese Aufzeichnung beenden. Anschließend erstellt der Assistent automatisch ein ZIP-Archiv. Dieses Archiv können Sie jetzt einem Bekannten zur Verfügung stellen und er kann mit der Datei jetzt arbeiten, sieht den Inhalt, den Sie durchgeführt haben, mit Ihren Kommentaren genau die einzelnen Schritte, die Sie durchgeführt haben und anschließend Ihr Problem und an welcher Stelle dieses Problem aufgetreten ist. Die Datei kann so ohne große Probleme bei Anwendern eine Problemlösung erhoffen, die sich ansonsten niemals selbst zu helfen wüssten und auch Schwierigkeiten haben, das Problem genau zu beschreiben. Sie müssen im Endeffekt nur die Problemaufzeichnung starten, sich zu dem Problem durchhangeln, das Ganze speichern und dann entweder per E-Mail versenden oder über einen USB-Stick einem Bekannten aushändigen, der sich das Problem dann genau ansehen kann.